Wir sind live mit einem Lächeln, wie sich das gehört. Guten Morgen alle zusammen. Heute in diesem Live-Interview sprechen wir über ein Thema, was viele von euch interessieren wird, ganz sicher. Nämlich, es geht um mehr Interaktion auf deiner Facebook-Seite. Und ich spreche heute mit Facebook-Marketing-Expertin Claire Oberwinter. Die ist auch eine super liebe Kundin von mir. Und wir haben uns vor kurzem sehen können, umarmen können auf dem InSpeeCamp. Und heute habe ich was ganz, was sagt man, egoistisches vor, weil wir hatten so viele Sessions auf dem InSpeeCamp. Claire, wie viele waren das insgesamt? Weißt du noch? Kannst du dich erinnern? Boah, ich glaube, an dem ersten Tag waren es schon 15 oder 14 oder so und am zweiten waren es irgendwie zwischen Das 30 und Doppelte, 50 oder so. Also mindestens. das, ja, also Ja. irgendwie 30 Sessions oder so. Also wirklich viel, ja. Ja, und das ist toll, weil man kann auch hummeln, wie man das so nennt, von einer Session zum anderen. Und ich habe versucht, bei so vielen von Claires Sessions dabei zu sein wie möglich, aber ich habe doch diese Session nicht mitbekommen. Und zwar hat sie eine Session gehalten. Es hieß auch 11 Möglichkeiten, um die Interaktion auf deiner Facebook-Seite zu steigern. Und ein bisschen eigennützig wollte ich Claire heute dazu interviewen, um zu schauen, was habe ich verpasst. Claire, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und den Leuten sagen, wer du bist, was du machst, mit wem du zusammenarbeitest. Genau. Also, wie du mich schon vorgestellt hast, also ich bin Expertin für Facebook-Marketing und für einfachen und nachhaltigen Community-Aufbau. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das immer zu betonen mit Nachhaltigkeit und so weiter. Genau, und ich richte mich im Prinzip genau an die gleiche Zielgruppe wie du, nämlich an Solopreneure, an Einzelunternehmer, die ihr Business selber führen und die auch ihre eigene Facebook-Seite selber bespielen. Und ja, die auch im Bereich Training, Coaching, Beratung hauptsächlich unterwegs sind. Aber ich habe auch Leute dabei oder Kunden, die aus dem Bereich zum Beispiel Online-Shops kommen oder auch klassische Mittelständler, so sage ich jetzt mal. Aber die meisten sind schon eher Berater, Trainer und Coach, so in die Richtung. Genau. Sehr schön. Und deswegen, also wird es auch für meine Zielgruppe so interessant sein heute, weil eben wir ähnliche Leute ansprechen. Genau. Du hast gerade vorhin das angesprochen mit der Nachhaltigkeit. Und von dir weiß ich, Claire, dass du Wert legst auf eine Community, eine richtige Community aufzubauen. Du legst Wert darauf, dass es ein organisches Wachstum gibt. Vielleicht kannst du jetzt erklären, was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel einer organischen Reichweite und einer Paid-Reichweite und warum dir diese organische Reichweite so wichtig ist? Genau, also es gibt einen Unterschied zwischen organischer und bezahlter Reichweite. Ich denke, dadurch, dass man bezahlt nennt, erklärt sich das von alleine. Also das ist die Reichweite, die man erhält, wenn man eben Anzeigen schaltet auf Facebook. Und ich habe rein gar nichts gegen bezahlte Anzeigen, die ich selber nutze. Ich finde aber, dass die Basis immer organisch sein sollte. Also sprich, man sollte sich Gedanken machen um seinen Content. Was möchte man auf Facebook den Leuten bieten? Wie kann man Vertrauen aufbauen, eine Beziehung zu den Leuten aufbauen? Und das schafft man in meinen Augen nur, wenn man bereit ist, da auch Inhalte bei Facebook reinzugeben. Und das kriegt man in meinen Augen nicht hin, wenn man nur bezahlte Anzeigen schaltet. Also da gehört eine komplette Content-Strategie dazu, die man eben auf seiner Facebook-Seite spielt. So, und da ist es mir einfach wichtig. Und deswegen, also für mich ist das organische Wachstum oder der organische Bereich die absolute Basis. Und ich finde es total legitim oder auch notwendig, diese organische Basis mit bezahlten Anzeigen zu verlängern, um das eben zu vergrößern. Aber eben die Basis muss stimmen. Wenn die nicht stimmt, funktioniert das auch nicht unbedingt mit bezahlten Anzeigen. Also wenn der Content schlecht ist, dann nützen einem auch die Anzeigen nichts. Ja, das heißt, ich höre, was du sagst, ist, dass man wirklich Wert schafft für seine Leute, die einem folgen, damit wirklich Nutzen stiftet, relevante Content zur Verfügung genau. stellt. Und von dort weg kann man aufbauen. Und ich glaube, genau. dass das für die meisten, die zuhören, sehr gut ist zu hören, weil sie fangen sowieso in der Regel an mit kleinem bis gar keinem Budget für Außenwerbung. Und die Möglichkeit überhaupt, eine organische Reichweite aufzubauen und eine Community aufzubauen, ohne viel Geld reinzupulvern, ist, glaube ich, für sie sehr wichtig und interessant, oder? Genau, auf jeden Fall. Also ich finde, wie gesagt, es fängt ohnehin mit diesem organischen Teil an. Also
eben mit Content-Erstellung und so weiter. Und dann kann man darüber nachdenken, eben gut laufende Beiträge zum Beispiel mit ein bisschen Budget zu promoten. Das geht bei Facebook ja schön einfach mit ein paar Euro pro Tag. Aber eben die Basis sollte immer sein, dass man guten Content bietet, der einen Mehrwert schafft und der auch eben Vertrauen schafft. Weil letztendlich geht es ja darum, wie gesagt, wie ich das schon erwähnt habe, eine Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Ist diese Person für diesen Fachbereich die richtige für mich? Sowohl als auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene. Und das kriegt man, finde ich, schon sehr gut über guten Content eigentlich hin. Weil die Leute wollen einen ja kennenlernen. Die wollen ja wissen, mit wem habe ich es da zu tun und würde ich potenziell bei dieser Person etwas kaufen. Und damit fängt es eben an. Und das geht in meinen Augen nur über guten Content. Okay, sehr gut. Für einige von euch, die gerade live dabei sind, wir wollen von euch hören, wer ihr seid, wo ihr seid. Gib uns ein paar Impulse, dass ihr da seid. Ist manchmal mit BeLive TV ein bisschen interessant, irgendwie das durchzuschauen. Und ihr habt sicher gemerkt, wir haben ein paar technische Geschichten gerade am Laufen, ein bisschen Verzögerungen im Bild oder Claire setzte tontechnisch ein bisschen aus und dann kam es wieder. Danke für euer Geduld. Es ist einfach manchmal so bei dieser Technik und wir fahren einfach so weiter. Genau, wir reden einfach. Ja, genau. Also, dann gehen wir wirklich zu dem Stoff von diesem Video, nämlich wir wollten darüber sprechen, wie man Interaktion auf seine Facebook steigen kann. Was ist überhaupt Interaktion? Was ist darunter zu verstehen? Und warum hat es so eine große Bedeutung? Genau. Ja, also Interaktionen sind letztendlich, ich drücke es immer so aus, sind eine messbare Handlung, die Facebook eben tracken kann. Also beispielsweise, ich scroll durch meinen Newsfeed, also da, wo diese ganzen Nachrichten von Freunden, Seiten und Gruppen zusammenlaufen und auch Werbeanzeigen zu sehen sind und bleib zum Beispiel bei einem Beitrag von dir stehen und guck mal, aha, die Shelly hat was Tolles geschrieben, ich klicke da mal drauf, schreibe vielleicht einen Kommentar oder ich teile das sogar. Das sind so alles diese messbaren Handlungen. Also das bedeutet, Facebook kann eben messen, da hat sich jemand mit dem Beitrag wirklich befasst und findet das interessant. Mhm. Und das ist deswegen so relevant, weil das einen Einfluss auf den Facebook-Algorithmus hat. Mhm. Ich denke mal, das Wort Algorithmus haben viele schon gehört, aber manche wissen damit vielleicht nicht so richtig, was anzufangen. Letztendlich ist der Algorithmus so eine Art Filter. Also das heißt, wenn ich jetzt alle Beiträge von allen Freunden und Seiten, die ich abonniert habe, ungefiltert in meinen Newsfeed reinbekommen würde, da würde ich ja erschlagen werden. Also ich bin mit über 700 Leuten befreundet, ich habe, weiß ich nicht, wie viele 100 Seiten geliked, ich bin in ganz vielen Gruppen. Wenn ich jetzt von allen alles sehen würde, da wäre ich erschlagen. Da bräuchte ich drei Tage für, um einen Tag letztendlich nachzuhalten, was da passiert. Deswegen hat Facebook diesen Algorithmus eingeführt. Und wenn ich aber gute Interaktionen bei einem Beitrag habe, hat das einen positiven Einfluss auf den Algorithmus, weil dann Facebook sagt, aha, viele Leute interagieren damit. Das heißt, dieser Beitrag scheint potenziell wichtig zu sein. Also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Beitrag häufiger ausgespielt wird. Und damit steigt auch meistens die Reichweite. Und deswegen sind Interaktionen so relevant. Alles klar. Das heißt, das Ziel ist es, eine Interaktion auszulösen. Genau. Ich denke wahrscheinlich zum einen über hohe Relevanz, also dass wir hohes Interesse erzeugen seitens unserem Zuschauer. Aber nicht nur das, sondern sie könnten etwas anschauen und das hochinteressant finden, aber nicht unbedingt interagieren mit dem Content, oder? Genau, also für mich ist immer wichtig, dass das Ziel sollte immer sein, dass die Leute möglichst interagieren, also dass es eben ein interaktionsstarker Post ist, um die Leute eben zu animieren, was mit diesem Beitrag zu machen und damit eben die Reichweite für einen selber zu vergrößern. Also das sollte immer das Ziel sein, weil eine Interaktion ist, finde ich, immer ein sehr, sehr hohes Qualitätskriterium. Mhm. Einfach nur irgendwie was anzugucken, aber nicht damit zu interagieren, kann ja, also allein die Reichweite ist, finde ich, nicht so aussagekräftig, weil es ist ja schön, wenn das vielleicht 1000 Leute gesehen haben, aber mir ist es lieber, es sehen nur 500, aber die fanden es so interessant, dass sie zum Beispiel draufgeklickt haben oder meinen Beitrag kommentiert haben oder so. Ich finde, das ist einfach von der Qualität nochmal eine andere Stufe. Deswegen, Reichweite ist durchaus wichtig, klar, aber ich finde Interaktionen, da sieht man eben, ist ein Content wirklich qualitativ hochwertig oder nicht so. Okay, so, wie kommt man von einem interessanten Beitrag
zu einem interaktiven Beitrag, dass man diese Qualitätssteigerung hinbekommt? Also was zeichnet eine Post auf, die zu Interaktion führt? Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe mal 11 ausgemacht, wobei es sicherlich auch noch mehr gibt. Ja. Aber das sind so die ich mal so definiert habe, was dazu führen kann, die Interaktion zu steigern. Da gibt es einmal die Möglichkeit, so ein bisschen der Klassiker, Fragen zu stellen. Das mag für manche vielleicht ein bisschen abgelutscht sein, aber es kann wirklich Interaktionen hervorrufen. Also wenn ich wirklich eine Frage stelle, kann es gut sein, dass ich viele Antworten bekomme. Erfahrungsgemäß bei kleinen Communities, also wenn ich nur wenige Dutzend oder wenige hundert Fans habe, funktioniert das nicht immer unbedingt. Auch bei größeren Seiten muss es nicht funktionieren, aber es kann gut funktionieren, je nachdem auch, wie die Frage gestellt ist natürlich. Ja. Und das kann eben Interaktionen in Form von Antworten hervorrufen. Also das ist so eine Möglichkeit. Darf ich an der Stelle nachhaken, Claire? Ja, natürlich, gerne. Ich habe das am Wochenende gesehen, also ich war irgendwo, ich weiß gar nicht, wann das war, am Sonntag oder sowas, ich habe geputzt oder aufgeräumt, den Keller habe ich aufgeräumt. Mhm. Und immer in meine Pause habe ich zum Handy gegriffen, so irgendwie so schwitz, ich kann nicht mehr den Keller ansehen. Ich schaue in Facebook, was da los ist, und da hat Facebook gesagt, ey, du hast lange in dieser Gruppe nichts mehr gesagt, mich aufgefordert, was zu posten. Und ich habe einfach geschrieben, was ich so tue, und habe gefragt, was macht ihr an so einem Sonntag? Mhm. Das war gar nicht beim Kellerputzen, das war beim Spazierengehen vorher. Das war, wo ich noch gut gelaunt war. Und da kamen also einfach ganz viele Antworten von Leuten, die erklärt haben, was sie so am Sonntag machen. Und das ist so auch manchmal so ein Ding, weil ich habe früher gehört, bei dieser ominösen Stelle eine Fragegeschichte gedacht, oh, es muss irgendwie was total gescheit sein. Aber was ich immer wieder merke, ist, es sind manchmal so einfache persönliche Dinge, wo man eine Frage stellt, wo man sich als Mensch verbindet mit den anderen Menschen in der Community, wo da eine große Interaktion stattfindet. Nun, das hat keine Relevanz für mein Business in dem Fall bei der Sonntagsfrage, aber ich denke, dass es durchaus um die Beziehung geht, oder? Ja, genau. Und das ist es. Also es gibt, finde ich, Relevanz findet immer auf zwei Ebenen statt. Einmal auf fachlicher Ebene, also dass du zeigst, du hast von deinem Fach einfach Ahnung, aber auch auf persönlicher Ebene, diese persönliche Relevanz. Die Leute wollen dich kennenlernen. Du hast es genau schon richtig gesagt, mein Spruch ist immer, Social Media und deswegen auch Facebook ist Kommunikation von Mensch zu Mensch und nicht von Mensch zu Unternehmen oder so. Mhm. Und die Leute wollen dich persönlich auch ein Stück weit kennenlernen, um auch eben auf persönlicher Ebene Vertrauen aufbauen zu können. Und dafür sind solche Posts auch unglaublich wichtig. Also, dass du eben auch so persönliche Details mal reinstreust und eben auch so banale Fragen, so drücke ich es jetzt mal aus. Es muss nicht immer hohe fachliche Relevanz haben. Hey, das war eine wichtige Frage an Sonntag, Mann. Ja, natürlich, aber es ist einfach, viele Leute denken immer, sie müssen hochprofessionell sein und sie dürfen bloß nichts Persönliches erzählen, im Gegenteil. Also das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Ja, so, Entschuldigung, jetzt mach weiter. Alles gut, Zwischenfragen immer stellen. Bitte. Ich werde dich häufiger unterbrechen, du wirst schon sehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, die zweite Möglichkeit ist eben, Emotionen zu nutzen in Beiträgen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man künstlich irgendwie einen Beitrag aufblasen sollte mit irgendwelchen Emotionen, sondern natürlich nur das wiedergeben, was man wirklich vielleicht in dem Moment fühlt. Weil es gab mal eine Untersuchung von dem Tool Fanpage Karma, das ist so ein Analyse-Tool für Facebook-Seiten, und die haben festgestellt, wenn emotionale Posts gepostet werden, veröffentlicht werden, ist die Interaktion 10-mal höher als bei rein informativen Sachen zum Beispiel. Ja. Und das ist ja auch logisch. Ich meine, wir springen alle, glaube ich, auf emotionale Sachen einfach besser an. Und ein Beispiel von heute Morgen, ich habe über Nacht 29 Beitrittsanfragen für meine Facebook-Gruppe bekommen und fand das natürlich total toll und dachte mir, boah, 29, ich war erstmal überfordert. Das ist viel, ja. Ja, das ist echt viel. Habe dann einfach ganz spontan einen Post in der Gruppe gestellt, hey, wow, über Nacht 29 neue Leute dazu gekommen. Herzlich willkommen an alle, die jetzt dazu gekommen sind oder auch in den letzten Tagen und Wochen. Und das ist auch ein Post, der gerade in meiner Gruppe ganz gut ankommt. Also das sind einfach, weil ich aus dem Moment heraus geschrieben habe, boah, ich bin gerade baff und ich finde es toll, was hier passiert. So Ausdruck von Freude und Begeisterung. Und wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine
ein Video, was wir gepostet haben bei unserer Beyond, nicht die Gruppe, die Fanpage, also für einen spannenden Erfolg. Und wir hatten eine ähnliche Erfahrung, Claire. Wir haben ein Video gedreht und ich habe dann einfach erklärt, dass es mir in letzter Zeit gar nicht so gut gegangen ist. Und ich habe erklärt über die Gedankenkarusselle, die ich im Kopf am Laufen habe, was es mit mir persönlich gemacht hat, dass ich da nicht rausgekommen bin und all diese Dinge. Und die Leute haben sich unglaublich damit verbunden, weil das nicht nur irgendwie so eine hochglanzfachliche Ich zeig dir als Experte, wie du zu leben hast, sondern einfach diese verletzliche emotionale Seite, die sagt, hey, ich bin genauso wie du, ich ticke genauso, ja, ich habe Gefühle, ich habe Fehler, ich habe... Du kochst auch nur mit Wasser, ne, dieses typische... Ich koche mit Wasser, genau, ich habe auch unsichere Gedanken, also das wäre auch in die Kategorie, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall, also klar, es geht nicht nur darum, sich jetzt immer von seiner Schokoladenseite zu zeigen, sondern auch mal zu sagen, ich bin gerade traurig oder mich macht gerade das und das wütend. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hatte ein Café. Das hat sie inzwischen nicht mehr aus ganz vielen Gründen. Aber sie hat sich auch gerne mal aufgeregt auf ihrer Facebook-Seite über bestimmte Sachen, die ihr passieren. Und das sind auch Sachen, wo die Leute total drauf angesprungen sind und gesagt haben, boah, verstehe ich total. Oder aber auch natürlich ein bisschen Gegenwind, boah, komm mal ein bisschen runter oder so. Damit muss man natürlich dann eventuell aufnehmen. Ja. Aber letztendlich waren das die Beiträge bei ihr, die immer gut funktioniert haben. Und hat sie das nicht aus strategischen Gründen gemacht, das zu posten? Und ich will jetzt Interaktion haben, deswegen schreibe ich jetzt mal so einen Post. Sondern das kam eben aus dem Gefühl heraus. Und das kam einfach gut an. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Claire, weil es geht auch um diese... ein authentischer Ausdruck, nicht das machen, um diese Verbindung herzubekommen, sondern weil man das gerade fühlt und gerne mitteilen möchte. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Unbedingt. Also ich sage auch bei allen Sachen immer, was jetzt auch noch kommt, um Interaktionen zu steigern, das sollte man nicht zum Selbstzweck verkommen lassen. Man sollte sie nicht einsetzen, um Interaktionen zu erzielen, sondern weil es gerade der Moment hergibt. Und wenn dann Interaktionen kommen, ist das super. Ich meine, klar, ein paar Sachen davon kann man auf jeden Fall strategisch einsetzen, aber manche Sachen jetzt nicht überlegen, okay, was kann ich Emotionales schreiben, um Interaktionen zu erzielen? Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ja, ja. Genau. Gut, jetzt kommt was noch, bin ich mir sicher. Der nächste Punkt. Alles, also etwas, was wir eigentlich gerade eben schon hatten, nämlich was Persönliches erzählen, also da haben wir ja eigentlich auch gerade schon drüber gesprochen, ist auch eine Möglichkeit, um Interaktionen zu steigern. Wie gesagt, das ist auch nichts, was man jetzt... wo man jetzt sich hinsetzen sollte und was kann ich jetzt Persönliches erzählen, um die Interaktion zu steigern, sondern man sollte das von sich aus gerne tun wollen. Und ich hatte mal eine ganze Zeit lang auf meiner Facebook-Seite die Rubrik etwas Persönliches über mich. Die habe ich jetzt gerade so ein bisschen einschlafen lassen, weil so vieles andere irgendwie in den letzten Wochen und Monaten wichtiger war. Ja. Ich habe aber versucht, den Leuten anderweitig so ein bisschen Einblick in mein Leben zu geben. Und das sind die Beiträge bisher gewesen, die fast immer am besten angekommen sind, weil die Leute eben auch Interesse dran haben. Wer ist denn die Person dahinter? Es ist schön für die zu wissen, wenn ich denen Tipps gebe, wie jetzt eben über Interaktionen steigern oder Facebook-Marketing, Facebook-Anzeigen, was weiß ich, aber die wollen eben auch wissen, wie bin ich, was mache ich, was ist mir sonst wichtig in meinem Leben. Was zeichnet dich aus, ja. Genau, was zeichnet mich aus und das finden die Leute total spannend und deswegen gerne mal was Persönliches erzählen. Ich werde oft gefragt, ja, soll ich jetzt hier alles über mein Leben breittreten? Also nein, muss man natürlich nicht. Jeder sollte so ein bisschen die Grenze für sich definieren, wo ist persönlich und wo ist privat und wo wird es mir zu privat? Das muss natürlich jeder selber gucken. Aber es schadet nicht, mal ein ganz banales Foto zu posten. Ich bin gerade auf meinem Mittagsspaziergang und laufe meine Lieblingsrunde. Also das kann total gut funktionieren. Absolut. Und also zum Beispiel, ich weiß von dir persönlich, Claire, das Erste, was ich von dir erfahren habe, ist, dass du Zwillinge hast. Und ich hatte vor kurzem auch gesehen, dass ein 5-jähriges Geburtstag stattgefunden hat. Das habe ich auf Facebook mitbekommen. Genau. Mit dem Kuchen und der 5 Kerzen, die drauf stand. Oder gestern habe ich eine Facebook-Live-Video in meiner Gruppe gemacht und über meine Dalmatiner, der bald kommt, gesprochen. Und ich habe so viele nette private Facebook-Messages bekommen mit Dalmatiner-Videos und Fotos und jemand, der mir seinen Hund irgendwie zeigen wollte. Das sind die Sachen, die uns wirklich verbinden von Mensch zu Mensch. Und das finde ich ist sowas von schön. Und man muss ja nicht deswegen seine dreckige private Wäsche und Probleme aufhängen auf Facebook. Also das möchte ich nicht unbedingt sehen. Aber ja.
Genau, aber eben solche kurzen Einblicke eben in das eigene Leben, wie eben schon mal ein Geburtstag oder wie du sagst, mit Hunden oder was weiß ich. Also eben solche Sachen. Oder zum Beispiel, ich habe auch mal über meinen Lieblingsfilm einen Beitrag gemacht, was mein Lieblingsfilm ist und das mit einer Frage verbunden, was ist denn so dein Lieblingsfilm, entweder aus deiner Kindheit oder überhaupt. Und was ist dein Lieblingsfilm, Claire? Mein Lieblingsfilm ist Mary Poppins. Mary Poppins. Ja, ich liebe diesen Film. Den habe ich als Kind also nicht nur als Kind, ich gucke ihn immer noch bis zum Erbrechen, weil ich ihn einfach liebe. Und ja, der begleitet mich mein ganzes Leben schon und ich finde ihn einfach toll. Ich bin ganz verliebt in diesen Film. Das ist total witzig, weil ich habe vor 2 Jahren einen Beitrag gemacht bei Vorbildunternehmer und das Ganze hieß die digitale Mary Poppins und vielleicht verstehen wir uns so gut, weil ja, vielleicht. Viele finden, dass ich es ja in Mary Poppins ähnlich bin. Und willst du wissen, was mein Lieblingsfilm ist, Claire? Was denn? Dirty Dancing. Auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, den habe ich auch 1000 Mal schon geguckt. Der kommt auch bald wieder im Kino, habe ich gehört. Und als die Männer in Deutschland und die Männer in ganz Deutschland haben wirklich begonnen, zu überlegen, ob sie eine Erkältung bekommen oder sonst was vortäuschen, damit sie nicht gehen müssen. Ja, ansonsten bevölkern die Frauen eben das Kino, ist doch auch okay. Ja, genau. Mädelsabende und so, genau. Girls Days und so. Genau. Also, mach mal weiter. Wir reden und irgendwo nebenbei streust du die fachlichen Sachen rein. Genau, einfach mal so nebenbei reinpacken. Ja. Genau, eine weitere Möglichkeit, um Interaktion zu steigern, sind Videos. Oder auch Live-Videos. Also das zähle ich mal unter einem Komplex, weil ich glaube, wer es noch nicht weiß, sollte es vielleicht jetzt sich drum kümmern. Videos sind unglaublich wichtig auf Facebook. Video wird zunehmend wichtiger und Facebook wird zunehmend zu einer Videoplattform, also nicht rein natürlich, aber es ist einfach unglaublich wichtig, dass man Videos in seine eigene Content-Strategie mit aufnimmt, weil die eben meistens gute Reichweiten und Interaktionen erzielen, weil klar, allein zum Beispiel dieses Autoplay, gut, ich habe es abgestellt, weil mich das nervt, aber viele haben das eben auf dem Handy, wenn man über so ein Video drüber scrollt, startet das automatisch und so. Und da kann man, wenn man was Spannendes macht, bleibt man da auch eben dran hängen. Und das ist echt eine Möglichkeit, um Interaktionen zu steigern und eben gerade Live-Videos, weil es geht ja darum, wie jetzt hier, wir reden live und du bekommst möglicherweise Fragen, Kommentare rein, wir können direkt drauf eingehen. Ich sehe sie nicht irgendwie, aber ja, normalerweise, ja, die müssen mir zeigen. Haben wir noch keine Kommentare. Ich möchte gerne die Zuschauer dazu animieren, Kommentare zu schreiben oder Fragen zu stellen, wenn ihr dazu welche habt, dann jederzeit gerne. Dann kann Shelia die nämlich mir stellen. Ich werde sie auf keinen Fall sehen, aber du wirst sie sehen. Und dann kannst du mir die stellen. Ich hoffe, dass ich sie sehe. Ja, die kommen dann irgendwann. Ja. Also zu diesem Thema Videos 2 Sachen, Claire. Also zum einen, mir halt überhaupt diese Möglichkeit von Videos machen und live überhaupt meine Lust gestiegen, mehr zu machen auf Facebook insgesamt, weil es ist einfach mein Medium. Ich mag das gerne, einfach auch spontan vor der Kamera aufzutreten, meine Gedanken, Gefühle mitteilen. Und ich bin jemand, wenn es darum geht, Texte zu schreiben oder Posts, benachteiligt. Also würde ich sagen, einfach so. Und zwar nicht nur wegen der deutschen Sprache. Das ist immer so ein Ding bei Blogbeiträgen, für einen Nicht-Muttersprachler immer schwierig, ne? Die Grammatik und alles. Aber mir fällt immer da textlich nichts wirklich ein und irgendwie schreibe was oder die Leute kommentieren und dann bin ich wie behindert und weiß gar nicht, was ich zurückschreiben soll. Mir fällt dazu nie was ein, was irgendwo interaktiv ist. Ich bin kein Textmensch als solches. Und das hat für mich eine neue Möglichkeit eröffnet, einfach da zu sein mit den anderen und auf meine Art und Weise mit denen auszutauschen oder mitzuteilen. Viele Leute, die hören, Videos ist das neue Ding und die müssen machen, die kriegen einen totalen Stress, einen Stressausbruch. Sie fühlen sich da nicht wohl. Also was sagst du den Menschen, die sagen, okay, irgendwie gerade ist Videos für mich echt so die Hürde? Also klar, ich kenne das auch. Ich finde es bei mir interessant. Ich liebe es selber, Videos zu machen, aber ich mag es irgendwie gar nicht so unbedingt, sie anzugucken. Ich bin da irgendwie so ganz eigen. Aber ich kann das verstehen. Ich habe mich am Anfang auch schwer getan. Ich kann aber jedem wirklich nur empfehlen,
einfach machen. Also man vergibt sich nichts. Gerade bei, also man kann ja Beiträge auch wieder löschen. Also wenn man merkt, ich habe gerade was gepostet und ich kriege total negative Reaktionen oder so, was ich nicht glaube, sage ich ganz ehrlich, dann kann man das auch wieder löschen natürlich, das ist das eine. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich einfach mal traut vor die Kamera und nicht diesen Anspruch hat, in so ein Hochglanzvideo machen zu wollen, sondern einfach nur mal sich zu zeigen, das kommt total gut an. Und es sind eben nicht die Hochglanzvideos, die gut ankommen, sondern die unperfekten. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Montag, habe ich spontan, da war ich noch so vom Inspi-Camp inspiriert, war auf meiner Mittagsspaziergangsrunde und hatte Gedanken zum Thema Community, weil das ist ja so ein zentraler Punkt bei mir, dieses Thema Community. Bin dann in meiner Facebook-Gruppe einfach mal spontan live gegangen, auf meinem Mittagsspaziergang. Ich hatte meine Regenkluft an, ich hatte meine Gummistiefel an, ich war ungeschminkt, also total, also so, ne, wie man irgendwie jetzt denken würde, und ich soll jetzt ein Video machen? Und ich habe es einfach gemacht und die Leute fanden es toll. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich jetzt dachte, ich muss mich jetzt präsentieren, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte in dem Moment. Ja. Und es ist total gut angekommen. Und es, ich glaube, es geht den Leuten einfach nicht darum, die zugucken, was Perfektes sehen zu wollen, sondern die wollen, da geht es auch wieder in dieses Persönliche, die wollen dich persönlich kennenlernen. Und wenn du vor der, wenn man vor der Kamera sitzt und redet und sowohl etwas Persönliches erzählt, aber vielleicht auch was Fachliches, kommt der Zugang zu der Person viel besser. Also dann kann man viel, viel besser sich mit der Person auch verbinden und einen Eindruck gewinnen. Wie ist die Person drauf? Wie redet sie? Ist sie mir sympathisch, wenn sie redet oder nicht? Also das ist ja super wichtig und das kannst du schriftlich nie so rüberbringen. Das ist einfach so. Ja, das ist so. Und ich müsste gerade denken an eine Challenge in September. Und zwar eine Kollegin von mir aus den USA, die heißt Kim. Sie lebt in Houston, Texas. Und sie hat aus irgendeinem Grund sich selber eine Challenge gesetzt, jeden Tag eine kurze Facebook-Live-Video zu machen für 10 Minuten. Und wollte über den gesamten Monat sie als Coach über Tabuthemen sprechen. Und manchmal hat sie es geschafft, irgendwie an Seiten diese Videos zu drehen, wo sie geschminkt war vor der Arbeit oder in der Mittagspause und irgendwie mit einem tollen Hintergrund und Licht und so weiter. Das Thema war nett, aber häufig hat sie einfach mitten in der Nacht aufgesprungen und hat vergessen. Heute hatte ich eigentlich ein Facebook-Video machen wollen und dann aus der Badewanne ist sie rausgesprungen mit so einem Handtuch drum oder sie kam gerade vom Sport und hat es wieder vergessen und hat verschwitzt mit einer Kappe auf und schräge und überhaupt. Und ich habe so köstlich über den ganzen September mich amüsiert, über wo wird sie heute auftauchen, was wird auf dem Kopf sein und was wird sie heute erklären, warum sie irgendwie so spontan wieder auftaucht. Und das hat einfach die fachliche Qualität nichts verändert. Also egal, ob sie mit Hochglanz oder nicht war, ist immer fachlich sehr, sehr gut. Und es hat mich zum Nachdenken angeregt. Es war wirklich sehr wertvoll für mich, das mitzubekommen über den Monat, was sie gemacht hat. Und aber an den Tagen, wo es irgendwie so ein bisschen crazy war, hat es mir wirklich noch besser gefallen. Also das war wirklich toll. Ja, ja, genau. Und das ist es halt. Und dieses, wenn man jetzt irgendwie immer den Anspruch hat, Hochglanzvideos machen zu wollen, das ist sogar meistens eben nicht authentisch. Und ich glaube, das ist genau das, was du jetzt sagst. Wenn sie sich so mit Handtuch um den Kopf gewickelt zeigt und sowas, das ist sie dann einfach. Das ist dann einfach authentisch. Und das kommt in vielen Fällen viel besser rüber, als wenn man sich da jetzt ein riesen Studio aufbaut und schminken lässt und dann kommen da Leute, die da einem sogar bei helfen. Das braucht man alles gar nicht. Also klar, ich habe zum Beispiel hier, das ist so eine Videowand, damit einfach mein ich habe keinen schönen Hintergrund, den ich sonst nutzen kann. Und das hat sich jetzt bewährt für mich, aber das ist jetzt zum Beispiel, ich meine, du sitzt da vor deinen Porträts, da hatte ich eben gefragt, bist du hier in einem Atelier oder so? Das ist aber trotzdem genauso okay. Also es ist einfach, ne, es muss, wie gesagt, nicht Hochglanz sein. Und da einfach diesen Anspruch an sich selber zu verlieren, es muss irgendwas ganz Tolles, Schnieke sein. Ich glaube, das ist so der größte Hinderungsgrund für die meisten Leute, dass sie diesen denken, dass sie das machen müssten. Deswegen einfach machen. Einfach machen. Okay. Einfach machen. Wir haben das. So. Genau. Ja, weitere Möglichkeit, um Interaktion zu steigern, ist, mehrere Bilder zu posten. Weil jeder Klick auf ein Bild ist eine Interaktion. Und das ist natürlich gut zu wissen. Auch das sollte nicht zum Selbstzweck verkommen. Also wenn man jetzt einfach nur Bilder postet, um Bilder zu posten, macht das auch nichts. Also die sollten natürlich schon ansprechend sein und
Und Lust auf mehr machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich war, ne, als wir auf dem Inspi-Camp waren, da habe ich mich mit ganz vielen Leuten fotografiert und habe die dann alle auf Facebook gepostet und die haben sich die Leute auch zum größten Teil eben alle angeguckt, weil sie eben wissen wollten, mit wem bin ich da und wer ist da noch auf den Bildern zu sehen. Und ja, das kann man eben auch machen. Also wenn man mehrere Bilder hat, beispielsweise wenn man auf einer Veranstaltung ist oder ein Seminar macht oder was auch immer, dann kann es auch eben Sinn machen, mehrere Bilder zu posten, um eben die Interaktionen auch zu steigern. Zu steigern. Das habe ich von dir gelernt, Claire. Und ich habe früher immer so, ich war ein Einbildposter. Und seitdem ich das von dir aufgeschnappt habe, mache ich jetzt 3, 4. Ich habe ja immer mehrere Bilder, die ich zeigen will. Und ich habe immer gedacht, das soll man nicht machen. Man soll ja vielleicht nur ein schönes auswählen und dazu was sagen. Aber tatsächlich, die Leute gehen dadurch Galerieansicht und schauen sich alles an. Genau. Ich meine, das kann man jetzt zum Beispiel, das sieht man, also das hat jetzt nicht mit Facebook zu tun, aber es gibt ja zum Beispiel auch diese Instagram-Stories. Die funktionieren ja nach einem ähnlichen Prinzip. Und da packt man ja auch mehrere Bilder rein. Dann packt man normalerweise nicht ein Bild rein, weil das ist nicht der Sinn einer Story. Und so ähnlich kann man sich das bei Facebook auch vorstellen, dass die Leute schon daran interessiert sind, auch mehrere Sachen zu sehen. Gerade wenn ich auf einer Veranstaltung bin, gibt es ja nicht nur ein Bild, was interessant sein könnte, sondern ich treffe mich ja mit Leuten, mit denen ich mich fotografiere. Ich sehe vielleicht eine tolle Tischkarte oder was weiß ich, ne, solche Sachen. Und das bietet natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, auch einen Einblick zu liefern in das, was man tut oder das, da, wo man gerade ist. Genau, absolut. Und die Interaktion steigt einfach dadurch, dass sie klick, klick, klick durch die verschiedenen Fotos durchgehen. Ganz genau, Claire, ja. Claire, wir reden fast schon jetzt eine halbe Stunde und ich denke, wir kommen deswegen auch zum Schluss. Und ich möchte auch nicht so viel vorwegnehmen, weil du hast ja eine Challenge, die bald startet. Und da wird es um eine ganze Woche gehen, wo deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen in verschiedene neue Interaktionsmöglichkeiten kennenlernen können, aber nicht nur theoretisch, sondern sie werden in der Lage sein, auch die auszuprobieren, angeleitet von dir, abgestimmt mit den anderen Teilnehmern in deiner Challenge. Erzähl mal ein paar Wörter drüber und wo man überhaupt hingehen kann, um sich anzumelden dafür, falls man seine Interaktion steigern möchte auf der Facebook-Seite. Genau, also es ist schon, wie du sagst, das, was wir jetzt hier besprochen haben, ist alles graue Theorie. Ich bin persönlich ein sehr praxisorientierter Mensch. Mir nützt das nichts, mir was durchzulesen und mir zu denken, aha, schön, sondern ich muss es umsetzen, um es zu erfahren, wie es funktioniert. Und genau darum geht es in meiner Challenge. Also es geht darum, an 5 Tagen 5 Facebook-Posts zu erstellen, mit denen man die Interaktionen auf der eigenen Facebook-Seite steigern kann. Da waren jetzt zum Beispiel das ein oder andere, was ich jetzt eben erzählt habe, ist da auch mit dabei. Also das war jetzt, wie gesagt, nur theoretisch erzählen, so könnte man das tun. Und in der Challenge geht es wirklich konkret darum, es umzusetzen. Es gibt 5 Tagesaufgaben. Das heißt, morgens gibt es eine E-Mail von mir mit der Tagesaufgabe. Dann geht es an die Umsetzung. Die Leute sollen daraus einen Facebook-Post erstellen, ihn auch wirklich auf ihrer Facebook-Seite posten. Und dann in der Facebook-Gruppe, wo die Challenge von mir betreut wird, wird dann dieses Ergebnis verlinkt und die Teilnehmer untereinander können sich austauschen. Ich gebe auch noch Feedback dazu und sag natürlich auch was zu den Ergebnissen. Es gibt jeden Tag eine Live-Q&A-Session, wenn also eben Fragen aufkommen. Genau, und das alles findet statt ab nächste Woche Montag, 5 Tage. Am Freitag gibt es auch noch ein Webinar kostenlos dazu. Cool. Da geht es dann um den eigenen Facebook-Marketing-Plan, wie du in 30 Minuten pro Tag deine Facebook-Aktivitäten effizient managst. Also da geht es eben darum, einen Wochenplan für die eigenen Facebook-Aktivitäten zu erstellen, damit man so den Überblick behält und letztendlich auch Zeit spart, weil das ist ja für viele Leute, oh Gott, ich verliere so viel Zeit auf Facebook. Ja, dieses so Facebook sein. Genau. Nee, genau. Ja. Es geht darum, die ganzen Aktivitäten, die es so gibt, mal aufzuzeigen und dann in einen Wochenplan zu packen. Ich gebe auch Einblick in meinen Wochenplan, also wann ich welche Tätigkeiten ausführe. Und dann haben die Teilnehmer hoffentlich einen guten Überblick über ihre Aktivitäten und wissen, wann sie was tun sollen. Genau, und wer sich anmelden möchte, das ist auf meiner Webseite claireoberwinter.com/challenge. Da ist eben der Anmeldelink und genau, da kann man sich eintragen, kannst du dich eintragen, wenn du Interesse hast, an dieser Challenge teilzunehmen. Sehr schön. Claire, ich werde auf jeden Fall nicht mich persönlich anmelden, sondern ich habe schon eine Person aus meinem Team beauftragt, sich anzumelden und einfach, weil ja, dass sie sich weiterbilden und noch mehr lernen über diese Interaktionen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, sie müssen unbedingt zum Webinar hingehen, weil eben dieser Plan ist ganz, ganz spannend, also wie man sehr zeiteffizient seine Facebook-Aktivitäten plant. Und ich glaube, das ist für viele, die gerade heute zuhören, ein super interessantes Thema.
Also melde dich an, hier habe ich den Link eingemeldet, www.claireoberwinter.com/challenge. Und ich kann Claire und ihre Arbeit sehr empfehlen. Sie macht Community Simple, das ist auch ihr Claim, also Community Made Simple. Oh. Vielen, vielen herzlichen Dank, Claire, für das super spannende, sehr nette Gespräch. Und ich bin vor allem froh, dass ich deinen Lieblingsfilm jetzt kenne. Das ist ganz, ganz wichtig. Das erhöht unsere Beziehungsebene enorm. Ich wollte gerade sagen, für die weitere Zusammenarbeit ist das essentiell. Essentiell. Jetzt können wir auf eine ganz andere Ebene miteinander kommunizieren. Genau. Und allen anderen einen schönen Tag. Und, Dir danke auch für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, dir auch einen schönen Tag. Und allen anderen da draußen, die da das jetzt live geguckt haben oder auch noch gucken werden in der Aufzeichnung. Ganz genau. Also, schönen Tag zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. So, ich muss mal hier schauen, wo ich das ausmache. Ah, wo findet man das? End Broadcast. Bye. Bye-bye.